Ich habe zwei Türen bekommen. Das ist hier die hintere. Hab dazu noch passend die vordere draußen still. Mit einer Beschädigung im Bereich lohnt sich nicht. Schmeiß auf den Schrott. Kauf neu. Aber das ist ein amerikanisches Modell. Keine Ahnung. Welches weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll es die Türen nicht geben. Und schon befinden sich diese Beschädigungen im Bereich. Muss aber irgendwie. Also, man sieht hier ziemlich stark einen Treffer. Hat sich langgezogen, wahrscheinlich über die Leiste. Im Bereich hier bis hier oben hin zerschossen. Und hier wieder auf einen harten Kern gestoßen. Und somit alles ziemlich wellig verformt. Also diese großflächig ist nicht ganz so tragisch, denke ich mal, wenn wir das hier rausholen. Wir werden das gleich mal probieren, die Säcken rauszudrücken. Wenn die kommen, dann denke ich mal, ist es auch kein Problem, den Rest nachzuziehen. So, ich habe jetzt hier von innen eine Spreizklammer eingesetzt, die ich hydraulisch betätigen kann. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Säcke gedrückt bekommen. Ich habe mir hier den Verlauf der Säcke mit einem Edding aufgemalt, damit ich die Blechkante schön sauber herausziehen kann. Was ich sonst mit Zinn in Form bringe, habe ich in diesem Fall mit dem kostengünstigen Spachteleimer glatt gezogen. Hier sieht man das Ausmaß der ganzen Beulengeschichten. Also da war vorher schon mal ein Schaden. Türgriff ist irgendwie eingebeult hier, die Mulde. Man kann auch schön sehen, hier ist eine Sicke, eine Sicke, eine Sicke und hier hört sie auf. Da hat mal einer irgendwie eine Rundung eingespachtelt. Da werden wir gleich nochmal das Material abtragen, gucken, was da drunter ist. Und dann müssen wir da nochmal eine Sicke einbauen. Die Fläche müssen wir auch noch mal ein bisschen, überall wo die dunklen Punkte sind, da ist das Blech noch zu tief. Hier hat der Schleifer abgetragen, da ist es die normale Höhe oder zu hoch, je nachdem. Moin! So, wer jetzt Probleme hat, Beulen mit der Handfläche fühlen zu können, der kann sich folgendes Hilfsmittel nehmen, diesen Schwingschleifer zum Beispiel. Oder irgendeinen anderen Schleifer mit einer glatten Fläche, ein grobes Schleifpapier drauf und mit wenig Druck auf der Lackoberfläche langlaufen. Dort, wie vorhin schon gesehen, wo der Schleifer abträgt, ist das Blech entweder auf korrekter Höhe oder zu hoch. Und dort, wo er nicht abträgt, ist das Blech auf jeden Fall noch zu tief, also zu weit drin.
kann hier schön sehen, wie nach dem Drücken, nachdem ich die Beulen von unten, diese dunklen Flecken nochmal von unten gedrückt habe, vorsichtig nach außen gedrückt habe, wird die dunkle Fläche immer kleiner. Das heißt, hier ist nur noch eine kleine Vertiefung drin. Kann man das sehen? Ja, ich denke mal, die muss ich jetzt noch ganz vorsichtig leicht nach außen drücken und dann ist das hier nämlich auch schon fast allglatt. So, wir haben jetzt noch mal ein bisschen die Stellen rausgedrückt. Nur noch eine kleine schmale Schmarre ist drin. Mein Meister sagte immer, wir arbeiten so gut wie nötig, nie so gut wie möglich, sonst verdienen wir kein Geld. So, hier oben die Ecke mit der Sicke, die habe ich nochmal nachgezogen, da kann man sie so ein bisschen erkennen. Ich mache das nachher nochmal mit Farbe etwas deutlicher. Ansonsten, denke ich mal, kann man das so lassen. Der Lackierer muss sowieso überspachteln. Insofern können wir diese ganzen kleinen Vertiefungen, die können wir alle noch drin lassen. Was sollen wir da jetzt noch stundenlang dran rumdoktern, bis wir es gerade haben, wenn er eh die ganze Fläche mit Spachtel überzieht. Wir werden gleich nochmal Bilder vorher, vorher, nachher machen und dann könnt ihr sehen, was aus diesem Ding eigentlich geworden ist, wie das vorher war und was jetzt draus geworden ist. Ne? Kann man, glaube ich, gut verkaufen. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Spezialwerkzeuge. Die Hightech-Geräte hier, Hammer, Eisen, Montierhebel, ein Löffel, naja, und meine kleine hydraulische Presse, weil das eben halt eine Ami-Tür ist, die ein bisschen stabiler ist. Da muss ich ein bisschen Hilfswerkzeug haben. So, hier steht schon die dazu passende Vordertür. Sieht auch sehr lecker aus, wie man sehen kann. Der ganze Bereich unten, wo die Zierleiste saß, bis zur Hälfte hin, hat es eingedrückt. Ähnlich wie bei der hinteren Tür. Ja, die werde ich jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Ich werde euch aber davon verschonen. Will euch nicht zu lange langweilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Vielleicht kann der eine oder andere mit irgendeinem Tipp hier was anfangen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir so einen kleinen Daumen nach oben gebt. Das ist für mich eigentlich eine Belohnung, damit sich das alles hier gelohnt hat. Auf jeden Fall habe ich die Türen jetzt mal gefüllert. Das ist die vordere Tür. Und das ist die hintere Tür. Schön wieder die Sicke im Radlauf drin. Wollen wir gleich mal die Bilder vorher-nachher sehen. Dann sieht man das deutlich. Na dann, bis zum nächsten Mal. Grigutski! Three men to represent the culmination of a dream and the beginning of a new concept of reality. Thank you.